Das Wohnrecht oder auch Wohnungsrecht ist in Deutschland das Recht, ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes als Wohnung zu benutzen, unabhängig davon, wer der Eigentümer ist. Das Wohnungsrecht ist eine besondere Form der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit und steht dem Nießbrauch sehr nah. Zum Thema beschränkt persönliche Dienstbarkeit haben wir bereits ein Video gedreht, welches wir euch am Ende dieses Videos verlinken werden. Wiederum zum Thema Nießbrauch folgt in naher Zukunft noch das entsprechende Video. Das Wohnungsrecht kann sich in der Regel nur auf Gebäude oder Gebäudeteile zur Wohnnutzung beziehen. Allerdings kann es auch auf Gebäude oder Gebäudeteile erstreckt werden, die nicht zu Wohnzwecken bestimmt sind. Beispiele dafür wären zum Beispiel Garagen, Keller oder auch unbebaute Grundstücksteile wie Gärten. Voraussetzung dafür ist, dass deren Benutzung im Rahmen des Hauptzwecks Wohnen erfolgt. Wenn Wohnen nicht der Hauptzweck sein soll, kann so ein Recht nur durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit ermöglicht werden. Das Wohnungsrecht ist auch in der Regel auf die Lebenszeit des Berechtigten beschränkt. Es kann außerdem nicht auf andere Personen übertragen werden. Es ist also weder veräußerbar noch vererbbar. Außerdem ist im Gesetz geregelt, dass wenn das Wohnungsrecht nur für einen Gebäudeteil gilt, dieses auch zur Benutzung der gemeinschaftlichen Bereiche des Gebäudes gültig ist. Des Weiteren ist der Berechtigte eines Wohnungsrechts auch befugt, seine Familie sowie die zur standesgemäßen Bedienung und zur Pflege erforderlichen Personen in die Wohnung aufzunehmen. Diese dürfen also auch über einen längeren Zeitraum bleiben und sozusagen mitwohnen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann der Wohnungsberechtigte auch seinen nicht-ehelichen Lebensgefährten aufnehmen. Der Wohnungsberechtigte hat nach dem Gesetz die gewöhnlichen Erhaltungs-, Reparatur- und privaten Kosten sowie die laufenden öffentlichen Kosten wie Wasser, Müll, Licht, Heizung etc. zu tragen. Häufig kommt das lebenslange Wohnrecht zum Einsatz, wenn Eltern ihren Kindern die eigene Immobilie überschreiben möchten. Mit dem lebenslangen Wohnrecht wird den Eltern dennoch das Recht zugesichert, ihr Zuhause bis zu ihrem Tod zu bewohnen. Das Wohnungsrecht muss ins Grundbuch eingetragen werden. Denn nur so behält es seine Gültigkeit, auch wenn die Immobilie verkauft wird. Wenn ihr nun weitere Informationen zur bedingten persönlichen Dienstbarkeit haben möchtet, ist dieses Video hier interessant für euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.